Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Runde Stars Horse. Rival Stars Horse Racing. Kann es nicht aussprechen. Ich musste erstmal meinen Stall ein bisschen leer machen, aber ich habe sie nicht komplett leer gemacht, weil ich habe sie nicht verkauft. Ich habe sie auf die Weide gestellt. Wir haben jetzt vier leere Pferdeboxen, was gut ist. Dabei sind Vertigo Summer und Young Curiosity und Noisy Soldier tatsächlich in der engeren Auswahl demnächst verkauft zu werden. Ja, nur dass ihr schon mal wisst, worum es geht. 51.000, Alter, ich habe ein bisschen Angst, ne? Ghost Shock. Okay. Nehmen wir Ghost Shock. Wenn TJ sagt, nimm Ghost Shock, nehme ich Ghost Shock. Aber das letzte Mal ist das ja mit Hedgehog total schief gelaufen. Ja, da hat mir mit Holy Hedgehog ja voll einen reingewirkt. Ich weiß auch nicht, mag der mich vielleicht nicht? Wird Falsches gesagt letztes Mal? Oh, was bist du denn für ein schöner Schwalle da? Ein schwarzes Moli. Wie schön. Warum nennt man sein Pferd Aquariumschnecke? Oh, bitte sagt mir, dass diese armen Tiere bei den Rennen nicht wirklich so beschissene Namen haben. Sonst will ich die alle haben, nur um den normalen Namen zu geben, ey. Das war knapp. Theoretisch hätte die andere das verdient, ne? Also theoretisch... Theoretisch haben wir das nicht verdient. Das möchte ich mal ganz kurz so sagen. Vier, drei, zwei... Nein, ich möchte, wir machen das jetzt vernünftig. Und? Bist du süß? Bist du ein Stück voll mit Level B? Das ist... Naja. Es hat nicht die schlechtesten Werte, aber es ist nicht das schönste Pferd. Chunky Cypher. Wir füttern es mal groß, nicht wahr? Und ja, ich füttere sie alle groß, wenn ich es kann. Weil ich ein komischer Mensch bin. Sie haben es alle verdient, groß gefüttert zu werden. So. Schnuff. Wenn sie so schnuffeln, sind sie sowieso sehr süß. Oh. So, Random Book, dich müssen wir auf jeden Fall groß kriegen. Du bist das schönste und anmutigste Pferdchen der Welt. Lass dir von niemandem irgendwas anderes sagen. Ja, du bist es. So, musste ich ihm noch mal eben erzählen, weil das wissen die manchmal nicht. Da muss man so einen kleinen Hoppelfohlen schon mal erzählen, dass es süß ist. Wenn es das dann weiß, ist es ja schwierig. So, ich glaube, wir müssen erstmal noch mal einer rennen hier. 62 Zeit, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Damit kann ich gerade noch umgehen. Alles andere wäre schwierig geworden. Hm. Weiß ich nicht. Schon wieder nicht drauf geachtet, wie lang. Aber Snowstorm wird meistens für die langen Rennen genommen. Das kann ich auch schon wieder nicht sehen. Ja, 3000. Traveling underneath horses is responsible suspicion. Peacock Hedgehog in third place. From Peacock Hedgehog. Boot Beetle pressure. Also manche Namen sind Strafen. Peacock Hedgehog, willst du mich verkacken? So nenne ich doch kein Pferd. So nenne ich einen Verkehrsunfall. Snowstorm is flying along the rails. Putting in a strong bid with Peacock Hedgehog. And then it's lively Peacock Hedgehog. Tatsächlich. Aber Pferd heißt so.
The race continues with national name. On the inside, it's Snow Storm. Lively Blueberry, sprinting fast along the rail. Short Sword is charging out deep. Lively Blueberry in fifth place. Head and head with Countess's Clue. Snow Storm leading the charge. Wenn ich so ein Rennen mal besuchen würde, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde einfach nur noch das Pferd gefällt mir. Das habe ich jedenfalls früher immer auf Pferde gesetzt. Oh, das ist hübsch, das nehme ich. So, pup. Es kommt aber raus, wenn Leute keine Ahnung von Pferden haben. Ich könnte nicht sagen, oh, der rennt hier gut oder der humpelt da oder keine Ahnung. Bin ich zu doof zu. Von dem her. Still in the last spot klingt auch nicht so nett, ne? Kommt immer einer von der Seite so ausgebrochen? Na, du bist sehr nah dran. Boot Beetle in second spot. A length away, it's National Name. Two lengths away, it's Lively Blueberry. Great run from the outside by... Muss man mal wieder aufpassen hier, wa? Then as the race moves on, it's ja, man wird überheblich. Man wird überheblich, wenn so ein Pferd einem einfach sämtliche Siege mit nach Hause bringt, ne? Es ist leider so. Snowstorm is running for fun. National Name in second place. On their back is Boot Eagle. Wenn man aber sagen kann, Sminer. 400 to run, it's Snowstorm. National Name in second. Next it's Boot Eagle. Closely followed by Lively Blueberry. As they straighten for home, it's Snowstorm. National Name in second spot. Just has a margin over Lively Blueberry. Snowstorm leads the race. Ja, wir liegen den... So. Peacock Hedgehog, tatsächlich. Also, der hasst sein Pferd doch. Der muss sein Pferd hassen, ansonsten nennt man das nicht so. Peacock Hedgehog. Ich glaube, es geht los, ey. So, wie viel muss ich denn noch? 1000. Okay, das ist ja nicht mehr so weit. Dann wollen wir das mal... Ja, wo ich will jetzt erstmal gerne hier Training... Lieselotte. Flamboyant Circus. Sie hat ein bisschen was von Lieselotte. Lass mich. 11. Jetzt habe ich gerade einen Krampf im Bein. Au, das ist nicht so nett. Au, au, au. Puh. Rennen 4. Wir verdienen hier nichts. 30, ich krieg 44. So. Ja, Leute, wir sind jung und brauchen das Geld. Es tut mir leid. Was dieses Pferd mir schon eingebracht hat, ne? Glaubt mir doch kein Mensch, ey. Wünsche es wäre wirklich so. Stride for stride with Gizmo Case, battling with Pleasant Prince, just in front of Trusty Armor. With 1300 meters to go, it's Snow Storm. Aristocratic Apple wants the front. Trusty Armor, contending for position. Legitimate Lawsuit is coming with a huge run. Gizmo Case with a brilliant turn of foot. Snow Storm still outrunning the rest. So kenne ich das halt, ne? So anderen weit weg und so. Ich habe halt ein bisschen Angst davor, dass da wieder einer kommt. Die müssen ihre Pferde verkaufen. Ich meine, 3 habe ich jetzt wirklich so. Die habe ich auch extra deswegen nicht trainiert. Will ich nicht. Continuing around the track, it's Snow Storm. Aristocratic Apple wants the front. Legitimate Lawsuit in third. Trusty Barman next. Snow Storm leading. Aristocratic Apple in second position. 3 lengths away, it's Legitimate Lawsuit. Head and head with Trusty Barman.
They set sail for home. It's Snowstorm. Aristocratic Apple in second place. 4 weeks away, it's legitimate lawsuit. Snowstorm still outrunning the rest. Sehr schön. Snowstorm has won comprehensively. Aristocratic Apple second. Legitimate lawsuit in third. Ich sag, die haben Namen, da fällt dir nichts mehr zu ein. Jo. Mensch, was für ein Kraftpaket. Das haut sogar mich um. Es ist schön. Tritt im Pickup. Gegen deinen Rivalen an. Und dann hast du diesen Menschen. Schön ruhig bleiben, ich sag mal, schön ruhig bleiben. Nicht aufregen. Auch wenn wir ihn hassen. Egal wie sehr wir ihn hassen, dürfen wir uns diesem Gefühl nicht hingeben. Egal wie sehr wir das auch möchten. Das würde nämlich nichts bringen. Deswegen reißen wir uns zusammen. Und wie wir uns zusammenreißen, die sind beide nicht so schön. Von daher ist das nicht so schlimm. Ich möchte ihn... Oh, Breaker Bay, ne? Okay, Level 15. Er ist schon wieder ein Stück besser, ne? Dieses Arschloch ist halt immer ein Stück besser. Leck mich an der Murmel. Ich mach dich so platt, Junge. Du wirst eine Flunder. Ich hasse dich jetzt schon mehr, als ich sollte. We're underway here at Breaker Bay. A great start for the favorite. Snow Storm is also in the run. Natürlich ist er ist immer Platz 1. Immer. Snow Storm in second spot, pushing hard in front of Major Prince. And then it's Lucky Queen, putting in a strong bid with Cavern Sky. Frozen Feather in sixth. Steadfast Prophet in seventh spot. Sir Drama keeping the lead spot. Snow Storm scraping the paint off the rails has paced away clearly from Lucky Queen. Frozen Soll mal ein bisschen schwindelig werden da hinten. Ich weiß, das war wahrscheinlich blöd und jetzt werde ich auch nur Zweite, weil er wieder aufholen wird und ich meine gesamte Sprintenergie weggegeben habe. Alter, mir geht echt der Puls ein bisschen, ne? Weil ich die einfach hasse. Sir Drama in second position has put up a big margin from Wallpaper Question. Frozen Feather in fifth spot. Continuing around the track, it's Snowstorm. Sir Drama in second, just behind, it's Frozen Feather. One length behind, it's Standing Secretary. Snowstorm still in first place. Sir Drama in second spot. Then Frozen Feather. Er holt langsam auf. Charging through. Das wird eine ganz enge Nummer, Leute. Komm, 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 komm. Alter, den Millimeter! Er ist ein Millimeter schneller. Oh, ich kann doch nicht wahr sein. Ich kotze ab bei dem Kerl. Oh, ich kotze ab, weil ich hasse den. Ich hasse ihn. Gott, diese Arroganz. Ich möchte ihn verprügeln. Jetzt verärgerst du mich langsam. Alter, du verärgerst mich seit dem ersten Tag. Komisch, du mich auch. Oh. Verkaufe ein ausgewachsenes Pferd mit folgender bevorzugter Position Mitte. Alter, echt so eine Nasenlänge. Das ist doch zum Kotzen. Mit. Nee, war der Position oder Geläuf? Position. Nee, der war hinten. Vorne.
Seite. Ja, mein Junge, dann wirst du jetzt verkauft. Ich war echt immer noch... Ich kann's, das ist einfach... Der Käufer wird bestimmt seine Freude an diesem Pferd haben. Sein Verkauf stimmt mich traurig. Mich auch, jedes Mal. Erziere in Kildare Rennen 3 den ersten Platz erzielen. Ich kann Richard nicht ausstehen, aber er hat tolle Pferde. Wir brauchen unbedingt mehr Erfahrung, bevor wir wieder gegen ihn eintreten. Mehr Erfahrung? Junge, der braucht eins auf die Fresse. Das ist alles. Alter! Es gibt einfach Menschen, ne? Es gibt's Menschen. Da hilft einfach wirklich nur noch eins. Immer mitten rein in die Fresse. Und der ist einfach einer davon. Puh. Savannah, denk an deinen Blutdruck. Denk an deinen Blutdruck. Wir werden ein Monster erschaffen. Random Book, du wirst ein Monstrum. Ich brauche ein Pferd Level 6. Das muss ich trainieren, bis es tot umfällt. Bitte. Bin ich gereizt? Wie kommt denn auf die Idee? So, was war das jetzt noch? Kildare Rennen 3. Dafür muss ich das noch zweimal rennen. Okay, machen wir. Mit Handicap. Ghost Shock ist auch mit Handicap, ist wurscht. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, ist natürlich nicht schön, aber es ist nicht schlimm. Weil Ghost Shock kann auch die Erfahrung gebrauchen. Deshalb bin ich ein bisschen aggressiv, ein bisschen. Ghost Shock began quickly. The Stash Heech is showing early speed. Ghost Shock once again in the front spot. Kildare gefällt mir immer noch sehr gut. Wir hängen aber trotzdem sehr gut zusammen. Auch wenn ich Handicap habe. Ist jetzt nicht so, dass ich davon galoppiere. Lilac Palace with a brilliant turn of foot. Ich muss gegen diesen Typen gewinnen, der macht mich echt aggressiv. Leute, einer von euch irgendwas zur Beruhigung dabei? Der macht mich echt böse. Was heißt eigentlich, er hat gute Pferde, die haben wir auch. Mathematical guy pushing past horses. Detective's dimension is coming with a huge run. Ich muss nochmal gucken, womit wir sie jetzt gepusht haben oder ihn jetzt gepusht haben zum Schluss, war schon mal nicht schlecht. Vielleicht finden wir da mal auch noch was anderes, um die letzten Meter erträglich zu machen. Ja. Pferd läuft ja von alleine. Domino Bandit gaining momentum and flying through. Ice Industry in 15th position from Meta Blur. Ach, Ghost Shock keeps the lead. Mind Moon in 2nd position. Head to head with Wollen wir die mal anstrengen. Aber der riecht mich echt immer noch auf, ne? Dieser Mensch, ey. Unmöglich, wirklich unmöglich. Mhm. Wir laufen aber ganz entspannt hin, ja. Putting in a strong bid with Mathematical Guide, and then it's Flock's Circle. At the 400 meter mark, it's Ghost Shock, Mind Moon, in second place. One link behind, it's Domino Bandit, just ahead of Reliable Stall. Reliable Stall, pushing past horses. It's going to be a dash for home. Reliable Stall is finishing at a rate of knots. Ghost Shock in the lead. Winning post looms. Fox Circle is coming home from the clouds.
Ja, Epic Win ist gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ihr Süßen. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.